Wisst ihr noch, als Pokémon Go am Start war? Als überall Pokémon waren, man konnte sie mit dem Handy einfach fangen, man konnte draußen rumlaufen, um die zu fangen. Es gab Cheats, um dein GPS-System zu verarschen, damit du auch auf der Couch einfach die Viecher fangen kannst. Es war crazy, es war eine ganz geile Zeit. Kommt mit, wir ballern rein! Wir schnacken uns mal wieder ein schönes Video von Jules an, dem alten Kollegen. Krieg ich gleich ein Likey-Mikey. So, Freunde, rein! Rein! 150 zum Teil ziemlich brutale Mini-Monster. Aufruf zu gewalttätigem Verhalten. Vielleicht hätte man es gar nicht erst reinlassen dürfen, das gelbe Viech. Oh mein Gott! Denker. Wirklich jeder Mensch auf der Welt kennt Pokémon. Auch wenn die Spiele über die Jahre eine eher weniger beliebte Entwicklung hinter sich haben. Ist das jetzt noch was? Ist das jetzt noch aktuell? Pokémon? Pokémon Go? So für die Jugend? Nee, oder? Also aus meinem Wahrnehmungsbereich ist das völlig verschwunden. Gänzlich weg. Aber ich bin alt. Hat jeder mindestens einmal davon geträumt, dieses Pokémon zu... Smash. Die besten Pokémon im Spiel zu fangen. Und doch Pokémon ist viel mehr als nur die Spiele. Es gibt Pokémon-Karten. Oh mein Gott! Betrügerische Pokémon-Karten. Wo übrigens keiner die Regeln von versteht. Pokémon-Essen, Pokémon-Plüschtiere, Bücher, Puzzles, Pokémon-Action-Figuren. Pokémon-Betten, Pokémon-Bodybuilding-Statuen. Oder was zum F***. Real-Life-Pokémon-Bälle. Und noch viel mehr. Und mit den mittlerweile 8 Pokémon-Generationen gibt es für gefühlt alles ein Pokémon. Ein Pokémon, was so aussieht wie die Steine von den Osterinseln. Ein Pokémon in Form eines Schwertes. Eine fucking Sandburg. Und Pokémon für LGBTQEAXL. Ja, mittlerweile ist es... Ich war der OGer unter den Pokémon. Damals war so Glurak, Bisasflor, Turtok, das war so der Hype halt. Lustiger Funfact, passt auf jetzt. Ich habe auch Karten gesammelt, damals, wo ich noch kleiner war. Ja, vor einem Jahr oder so. Nee, da war ich schon, keine Ahnung, 13, 14. Ich hatte Glurak First Edition Holo, Bisasflor First Edition Holo, Turtok First Edition Holo. Dann hatte ich irgendwann mal, weiß ich nicht, Scheißzensuren oder so. Da wurde ich von meiner Mutter gezwungen, diesen Müll zu verkaufen oder weil es Platz wegnahm. Welchen öden Mist auf jeden Fall. Habe das für 90, ich glaube es war noch D-Mark damals, ich bin mir nicht sicher, für 90 Mark verkauft. Heute ist eine Glurak First Edition Holo-Karte, ich weiß nicht, zuletzt wo ich geguckt habe, 90.000 Euro wert. 90.000 Euro, Digga, ich müsste ja nicht sitzen, diese Videos machen. Ah, kleiner Fun-Effekt am Rande. Ja, wir beruhigen uns wieder und gucken weiter. OM und so weiter. Und 2014 brachte Google Maps als April-Scherz eine Kollaboration mit Pokémon raus. Man kann überall auf der Welt Pokémon finden und einsammeln. Du kletterst irgendwo eine Wand hoch, fällst fast runter, hältst dein Handy in eine Höhle und oh mein Gott, ein wildes Pokémon. Naja, aber die Idee, Pokémon in der echten Welt zu fangen, hat die Leute fasziniert. Und so machte sich ein Entwicklerteam ans Werk. Und 2 Jahre später war es dann soweit. Pokémon Go. Und die Leute waren absolut gehypt. Pokémon Go, ho! Jeder wollte seinen Kindheitstraum wahrmachen und der beste Pokémon-Trainer der Welt werden. Und dann kam das Spiel raus. Und ich meine, es war immer noch nicht so cool wie der Trailer, kam aber ziemlich nah ran. Und das Spiel war ein absoluter Erfolg. Wirklich jeder Mensch auf der Welt hat Pokémon Go gespielt. Und die Leute haben nach Release statistisch mehr nach Pokémon... Gott, da habe ich auch so reingepayt, um es dann nach 2 Monaten wieder zu deinstallieren, weil ich Speicherplatz auf Handy brauchte. Go als nach Pornografie gesucht. Die Regeln sind einfach. Man lädt die App runter, muss mit dem Handy durch die Gegend laufen und kann verschiedene Pokémon in der Umgebung fangen. Und durch die neue Reality-Funktion fingen Leute an, überall im Real-Life Pokémon zu finden. Wirklich, überall. Pokémon vor der eigenen Wohnung, Pokémon auf der eigenen Toilette, auf der Pfanne beim Kochen. Im radioaktiven Kernkraftwerk von Fukushima. Ein guter Freitagabend mit dem besten Bro. Pokémon am Tanzen in der Spielhalle. Diese Pokémon hier an sehr fragwürdigen Orten. My pronouns are he, not him. Cause I'll never be him. Ein Taubsi ist ein Taubsi, auch während der Geburt des Sohnes. Oh mein Gott, ein wildes Schicke, ich kann es nicht. Wo zum Fick bin ich? Man konnte Pokémon wirklich überall fangen. Sogar in Nordkorea. Und das Problem war nur, dass man teilweise an die verrücktesten Orte laufen musste.
gab es auch Arenen, da konntest du Arena-Meister oder sowas werden. Und dann kam alle 10 Minuten ein neuer Dulli da vorbeigelaufen an den Spot. Er hat deine automatisierten Viecher gekillt, dann war der wieder, dann musstest du da wieder hin. Und Alter, das war ein Nerv, Junge. Und irgendwann waren da nur noch die übelsten Schwitzer da, übelsten Junge. Bis am Ende war das ja nicht mehr cool. Um ein Pokémon zu fangen. Leute gingen erstmal auf Friedhöfe und Denkmäler, dann in die Gärten von anderen Leuten, dann in die Kirche während deines Gottesdienstes. Ach, würden Sie... Braucht es halt einfach nur ein Programm, ja? Um dein GPS-System im Handy ein bisschen auszutricksen. Da gibt es ja Programme, die zeigen an, dass du gerade, keine Ahnung, gibst Frankreich ein, setzt deine Nadel, schickst deinen Standort weiter und bist du in Frankreich für das Handy. Und so konntest du da Pokémon Go auch mit verarschen und alle seltenen Dinger auch fangen. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann mal rausgepatcht haben oder hatten, dass es nicht mehr ging. Keine Ahnung. Beide damit aufhören. Und so fingen auch Leute auf YouTube an, Pokémon Go Videos zu machen. Und die App verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und innerhalb kürzester Zeit standen Leute an jeder Ecke rum, um ihr Pokémon-Team zu erweitern. Und dann gab es dann noch die Raids. Seltene Pokémon wie Mewtwo oder Lapras konnten exklusiv und einmalig an bestimmten Orten im Land erscheinen. Und so stürmten die Leute los und rannten durch die ganze Stadt, um ein seltenes Pokémon zu fangen. Das ist nuts. Außerdem gab es exklusive Pokémon für jeden Kontinent und Leute flogen teilweise Stunden, um ein einziges Pokémon zu fangen. Dann gab es noch diesen Giga-Chat hier, der... Ja, der war krass hier. Der hat das, weiß ich nicht, 20 Mal gleichzeitig gespielt. Übelst krank. Sich dazu entschied, mit seinem Fahrrad durch die Stadt zu fahren und wirklich alle Pokémon auf einmal zu fangen. Und manche Leute blieben direkt zu Hause und nutzten Fake-GPS oder den berüchtigten Fake-GPS, genau. Pokémon Go iOS-Brüten-Ventilator-Trick. Ab Level 5 konnte man auch eines der drei Teams beitreten. Und Leute haben natürlich wieder komplett übertrieben und eine ganze Internet-Subkultur draus gebaut. Und dann passierte etwas Vorhersehbares. Zwei Spieler in Kalifornien wollten einen Glumanda fangen, übersahen zufällig die zahlreichen Achtung-Klippe-Schilder und fielen beide 20 Meter die Klippe runter und überlebten. Allerdings mit schweren Verletzungen und der Vorfall machte in den Medien die Runde. Und so tauchten immer mehr Vorfälle auf von Leuten, die schafften, das Spiel auf die Spitze zu treiben. Ein paar Jungs fingen den ganzen Tag vor dem Haus eines alten Mannes Pokémon und der fing einfach an, mit einer Schrotflinte auf sie zu schießen. Ein Mädchen fand anstatt eines Pokémon im Fluss eine Leiche. Ein Typ spielte Pokémon Go im Auto, crashte auf laufender Kamera einen Polizeiwagen und zeigte dann noch stolz seine App. Alter. Andere hingegen sind während des Pokémon Go-Spielens auf Schienen gelaufen. Dann gab es Vorfälle von Leuten, die für ein Pokémon in Militärbasen gelaufen sind oder zufällig in ein noch aktives Minenfeld gesteppt sind. Also wie fertig mussten du sein, dass du in abgesperrte Gebiete läufst oder nicht hinguckst und eine Klippe runterletterst. Was ist denn los? Ich glaube, das war auch die Zeit, dann kam die erste Handy-App, die, wenn du gezockt hast oder eine Kamera anhattest, dass dein Hintergrund genau das war, was dein Handy gefilmt hat. Ich weiß von einem Ereignis, da hat eine Frau auch gerade, ich weiß nicht, ob es Pokémon Go war oder so, ein Foto machen wollen und ist einfach in einer offenen Gullideckel gelaufen, weil sie einfach auf ihr Handy geguckt hat. Dann kam eine App raus, das wenn du schreibst oder sonst was, dass der Hintergrund immer quasi durchsichtig ist, dass du immer siehst, wo du hinläufst. Ich meine, wie dumm wir sind. Wie bescheuert sind wir denn, Junge? Dein paar Genies hatten eine besondere Idee. In Pokémon Go gibt es sogenannte Log-Module. Man aktiviert die einfach an einem bestimmten Ort und überall drumherum spawnen plötzlich mehr Pokémon als sonst. Und andere Spieler werden mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbeikommen. Nun, zwei Leute haben ein Log-Modul aktiviert, auf Pokémon Go-Spieler gewartet, mit Messer und Waffe bedroht und ausgeraubt. Über 20 Raubüberfälle von gestohlenen Autos. Kreativ. Bis zu Banküberfällen. Also quasi so Team Rocket, nur in Real Life mit Waffe und so. Und die wollen auch nicht deine Pokémon, sondern dein Geld. Ah. Und als das die Runde gemacht hat, wurde das Spiel in vielen Ländern gebannt. Erst im Iran, dann in Thailand und in Saudi-Arabien wurde das Spiel illegal, weil die Pokémon-Entwicklungen auf der dort abgelehnten Evolutionstheorie von Darwin basierten. Mehrere Spieler wurden dort deshalb schon verhaftet. Warum bist du im Gefängnis? Dieses gottverdammte Glumanda, ich konnte einfach nicht widerstehen. Und China bannte das Spiel, bevor es überhaupt rauskam, weil Kommunismus und so. Und in jeglichen Ländern entstanden die ersten Pokémon Go-Verbotsschilder. Auf Autobahnen, in Cafés, in Schulklassen oder auf Friedhöfen. Und manche Restaurants machten sich das Prinzip des Log-Moduls zugunsten und spawnten viele Pokémon in ihrem Restaurant. Oder gaben den Spielern Rabatte, wenn sie ein bestimmtes Level erreicht hatten. Und ab dem Zeitpunkt bekam auch Boomer davon mit. Und neben einigen sehr unangenehmen, dystopischen Zeichnungen, die alte Leute alleine zu Hause zeichneten, während Jugendliche draußen Spaß hatten, schaffte es Pokémon Go erst in den Matheunterricht. Und
dann in den amerikanischen Wahlkampf. I don't know who created Pokemon Go, but I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon go to the polls. Trump antwortete dann super lustig zurück. Und natürlich schafft es Pokémon Go auch in die Nachrichten. Pikachu and 150 of his little friends can now. 2017 wurde dann das erste Pokémon Go Festival angekündigt. Leute konnten Pokémon Go spielen, aber halt zusammen in diesem Viereck. Und man bekam dort exklusive legendäre Pokémon. Awards fürs dabei sein und mehr Items als sonst. Also reisten Leute aus der ganzen Welt für teilweise bis zu 800 hochgescalpten Dollar an, standen für 4 bis 5 Stunden in der Schlange, nur damit die Pokémon Go Server zu 90% des Tages wegen Überlastung offline waren. Die Leute waren nicht so glücklich. Mr. John Hankey! You gotta catch fire type! Oh my god, I'm so excited! I cannot get... Nachdem die Veranstalter dann versucht haben, den Leuten als Entschuldigung ein seltenes Lugia anzudrehen, gab es aus noch mehr Frust heraus eine Sammelklage mit einer Endsumme von 1,5 Millionen Dollar Schadenersatz. Und langsam ging der Hype vorbei. Und zahlreiche schlechte Kopien von Pokémon Go wurden entwickelt und ruinierten dann irgendwie den Markt. Guckt mal, das Garfield. Das Spiel wurde über die Jahre mehrfach versucht wiederzubeleben. Und das gar nicht so unerfolgreich. Doch als schließlich die Pandemie kam, sank auch die Spielerzahl und die suchten sich wieder andere Klassiker auf dem Markt. Und heute wird sich gern daran zurückerinnert, wie Pokémon Go die Welt für mindestens eine Woche lahmlegte und Leute sich darauf fokussierten, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden, um am Ende gegen die Top 4 der Welt anzutreten, um schließlich Kim Jong-un in einem epischen Endbattle zu besiegen. Ach, Mensch. Ist schon cool, ist schon cool, es war eine schöne Zeit.